Ja, herzlich willkommen zurück hier im Chaos-Studio live aus dem Erlacherhof vom Berner Digitaltag. Wir sind zur fortgeschrittenen Stunde unterwegs, inzwischen 16:30 mit einem weiteren spannenden Thema und noch einer spannenderen Runde dazu, nämlich nachhaltige Mobilität der Zukunft. Das klingt ein bisschen trocken, wir werden das versuchen aufzubrechen, aber ich glaube, mit meinen Gästen, die ich da habe, ist das nicht so das Problem. Wir begrüßen ganz herzlich Marta Kwiatkowski, Präsidentin vom Verwaltungsrat Bernmobil, dann Gemeinderätin von Thun, Andrea Demeron, dann der Daniel Neuhaus, Leiter Marketing und Verkauf vom EWB und der Pierre-Alain Michel, Leiter Entwicklung und Projekte von BLS AG. Herzlich willkommen in dieser Runde. Schön, haben wir eine halbe Stunde Zeit. Es wird durchgehen wie im Flug, aber ich hoffe, wir können doch ein paar Themen, ich merke, ich kann schon fast nicht mehr reden, zu dieser Spät schon ein paar Themen streifen zum Thema nachhaltige Mobilität vor der Zukunft. Wir haben verschiedene Faktoren. Wir haben den ÖV, ein ganz wichtiges Thema, in welche Richtung gehen wir. Wir haben den Individualverkehr, wo man sich Gedanken machen muss. Wahrscheinlich muss man sich Gedanken um beides gleichzeitig machen. Wir haben Bedürfnisse der Leute, die immer noch schnell von A nach B kommen wollen. Wir haben die Frage, mit welcher Energie machen wir das? Ich frage jetzt einfach mal ganz spontan in die Runde. Nachhaltige Mobilität, Frau Demero, was kann ich unter der nachhaltigen Mobilität verstehen? Was gibt es da für Faktoren? Für mich ist die aktive Mobilität die nachhaltigste, also die, die ich zu Fuß erledigen kann. Seid ihr auch viel zu Fuß unterwegs? Ja, heute darf ich vielleicht nicht laut sagen, ÖV-Vertreter. Sie sind von Thun nach Bern gelaufen? Nein, aber den Bus am Bahnhof habe ich mir gespart und bin gelaufen. Und hier habe ich mir das Tram gespart, dass ich zu meiner Alltagsmobilität komme. Okay, zu Fuß mit dem Velo ohne Variante? Ja, Velo auch, absolut. Also ich denke, nachhaltig ist das, was energieeffizient ist und in allen vier Dimensionen Nachhaltigkeit auch beinhaltet. Marta Kwiatkowski, die sind natürlich mit Bernmobil unterwegs, das ist klar, aber trotzdem, was gehört für euch zu der nachhaltigen Mobilität dazu? Wir haben überhaupt keinen Widerspruch, also ich schließe mit dem definitiv an. Also die nachhaltigste Mobilität ist sicher die, die für den Zweck, wo sie gebraucht wird, auch die effizienteste Lösung ist. Und ich denke, alles, was wirklich in einem sehr nahen Radius ist, und das haben wir jetzt gerade erlebt, oder? So die Rückbesinnung auf Nähe ist ein grosses Thema geworden, dort wird Velo, das haben wir jetzt auch gemerkt, während Covid der ganze Boom eine grosse Rolle spielen. Fußverkehr sowieso, der Langsamverkehr in der Stadt wird auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben Städte, die immer grüner werden, das Bedürfnis draußen zu sein, das schreit regelrecht eigentlich nach Langsamverkehr. Aber klar, irgendwann ist natürlich der öffentliche Verkehr das Backbone, also das Rückgrat von eigentlich wirklich der Mobilität, die auch in grossen Massen Leute transportieren kann. Und in der Stadt ist das einfach immer noch die nachhaltigste Lösung, wenn es um Raumfragen geht, wenn es um Geschwindigkeit geht und sozusagen die Leute effizient von A nach B zu bringen. Pierre-Alain Michel, die gehören zu dieser Lösung vom öffentlichen Verkehr mit der BLS. Welche Überlegungen macht man sich dort, punkto Nachhaltigkeit und nachhaltige Mobilität in Zukunft? Und vor allem auch, es gibt immer mehr Leute, die auf den ÖV umsteigen, gerade auch mit der Unternehmung wie der BLS. Ja, also möchte ich zuerst anschließen, auch eben zu Fuß an Erlacherhof kommen. Also da überhaupt kein Problem. Der ÖV ist zum Glück schon sehr energieeffizient. Wir fahren Stahl auf Stahl und das Bahnstromnetz ist 95% Wasserkraft betrieben. Was unser grosser Wunsch ist, ist, dass wir mehr Leute auf den ÖV bekommen, sprich den Modalbetrieb erhöhen, gemäss dem Ziel vom Bundesrat. Was wir da aber nicht dürfen vergessen, heute ist auch viel über Digitalisierung gesprochen worden. Was wir, glaube ich, brauchen, ja, der ÖV aus Rückgrat, oder, vom System, aber es braucht neue Mobilitätskonzepte, die auf dem Land erst noch müssen aufgebaut werden. Damit die Leute, weil man kann nicht bei den Leuten einfordern, verzichtet doch auf euer Auto, wenn der Bus viermal am Tag fährt. Nein, auch da braucht das flächendeckendes Angebot mit neuen Mobilitätsformen. Zudem können wir ein spannendes Thema jetzt erst noch den Herrn Neuhaus abholen. Wie gesagt, Leiter Marketing und Verkauf EWB, wo seht ihr den Schwerpunkt betreffend nachhaltiger Mobilität und logischerweise mit welcher Energie? Also nachhaltig finde ich eben auch, wenn man Mobilität oder eben Reisen im Prinzip auch vermeiden kann. Also es muss gar nicht ausmachen, wie es jetzt erlebt in den letzten anderthalb Jahren mit dem Homeoffice, dass gewisse Sachen auch gehen, ohne dass man sich sieht, also dass ich nicht auf Zürich muss, dass ich nicht auf Lausanne muss oder irgendwo auf London oder irgendwo her, also dass man es kann vermeiden mal gewisse Sachen heute, dank der Digitalisierung auch. Und das andere ist, nein, dass wer nachhaltig soll sein, muss ja der Energieträger auch nachhaltig sein. Also es bringt ja nichts, ich sage Kohlestrom in ein Elektroauto zu tun, das ist
auch nicht nachhaltig. Das heisst auch so, die Energieträger müssen nachhaltig produziert sein, erneuerbar sein. Dann ist es nachhaltig. Ich bin übrigens heute auch zu Fuß gekommen, ich wohne in Junkergasse. Insofern ist es vielleicht nicht so eine ganz grosse Herausforderung wie für euch. Aber wenn wir das jetzt gerade aufnehmen und sagen, es braucht natürlich nachhaltigen Strom, energiebewussten Strom, der entsprechend auch in Fahrzeugen eingebaut ist oder die damit fahren. Wie stehen wir denn da im ÖV? Ich schaue nochmal zum Herrn Michel von BLS, punkto nachhaltiger Energie, die man braucht, um die Fahrzeuge anzutreiben. Ja, also BLS ist zum Glück aus voll elektrischer Bahn schon gegründet worden. Und im Personenverkehr ist klar, es ist 100% elektrisch und 95% vom Strom im Bahnstromnetz ist stammt aus Wasserkraft. Also da gibt es, glaube ich, aus unserer Sicht wenig mehr noch rauszuholen. Schauen wir zu Bernmobil, dort haben wir Tram, da haben wir Busse. Wie sieht es dort aus? Da haben wir Tram, da haben wir Busse. Das ist so, wir haben auch ganz klare Ziele. Oder? Wir werden bis 2036 alles elektrifiziert haben. Auch schon heute sind wir eigentlich sehr effizient unterwegs. Also über 70% unserer Fahrgäste sind eigentlich nachhaltig unterwegs, sprich mit Elektromobilität betriebenen Fahrzeugen unterwegs und Fahrzeuglösungen unterwegs. Frau de Moroni, hat Stadt Thun natürlich, was rede ich da? Im Überblick verkehrstechnisch, gut, vielleicht hat der Bern auch im Überblick, verkehrstechnisch als Vergleich. Aber was Sie in Stadt Thun, geht die Herausforderung, wenn es um ÖV zum Beispiel geht versus im Individualverkehr, eine Stadt, die natürlich auch lebt vom Bild, vom Altstadtbild, wo man jetzt denkt, da will man jetzt auch nicht die ganze Zeit den Verkehr durchhaben. Was macht man sich da für Überlegungen? Also bei uns ist der Modalsplit absolut optimierbar. Dort zeigen Zahlen, dass 80% der Fahrten unter 5 km sind. Da wären wir dann sogar eigentlich bei den Velo-E-Bike-Distanzen. Und da haben wir auf jeden Fall, wenn man jetzt auch noch die Topografie anschaut, sicher auch sehr gute Voraussetzungen. Ich denke jetzt nicht gerade an Goldie View, sondern wirklich mehr Thun um den See herum. Und dort das Potenzial gilt es primär mal zu nutzen. Mit nächster Form wäre auf jeden Fall das richtige Verkehrsmittel. Dort bin ich auch absolut einverstanden, dass man vielleicht das Velo nutzt, aber unbedingt auch der öffentliche Verkehr, wo jetzt gerade dort, wo man zu wenig Platz hat. Ich meine, die Bilder, die kennt man, wie viele Personen in einem Busplatz haben und die gleichen Personen, statistisch gesehen, 1,2 Personen im Auto. Das gibt einfach entsprechende Kolonnen. Da tut man sich selber keinen Dienst, und all denen nicht, die eben keine Alternative haben und zwingend auf das Auto angewiesen sind, weil die gibt es ganz klar auch. Ich würde sagen, ist es der Betrugsschluss? Also der Mensch will immer noch am schnellsten für sich selber, ist ein bisschen mit dem egoistischen Denken von A nach B kommen. Und in dem Moment, wenn ich im Stress bin, schaue ich auch nicht, was mache jetzt die anderen, sondern wie komme ich am schnellsten vom einen Ort zum anderen, steige aber dann in mein Auto ein und lege eben dann am Trugschluss, dass ich mit dem Auto schlussendlich nicht schneller bin. Das muss man den Leuten irgendwie können transportieren, dass sie gescheiter bei Bernmobil oder beim BLS-Zug oder ins Tram einsteigen, als hinter das eigene Steuer. Also ich denke, gerade als Smart City Thun, wo ist eine Smart City, bietet Technologien, der hat uns ganz gute Möglichkeiten, wo das Ziel mal muss sein, dass das, was man sinnvollerweise nutzt, das Verkehrsmittel, möglichst, ich sage immer, smart, muss auch gäbig sein. Es muss sicher sein, es muss gäbig sein, dass ich eben aus meiner eigenen Motivation merke, hey, nein, also das tue ich mir jetzt nicht an mit dem Auto, weil der ÖV ist einfach gäbiger oder der Veloweg, der ist so direkt und ich fühle mich sicher. Und da hat man auf jeden Fall noch das Potenzial, auch was die Infrastrukturen anbelangt. Aber gerade jetzt zurück auf die Technologien, wenn man sieht, was die Apps für eine Möglichkeit haben mit den Spartickets, da ist die Nachfrage ja effektiv nicht nur gestiegen, sondern man konnte eine Verlagerung feststellen, wo es einfach eben gäbig ist, per App so eine Tageskarte zu lösen und man muss nicht mehr auf die Gemeinde oder irgendwo an einen Schalter die zu holen, so dass die Gemeinde jetzt merkt, es ist langsam ein Defizitgeschäft. Also von dem her denke ich, die Technologien sinnvoll einsetzen, da haben wir noch ein riesen Potenzial. Also ich würde dem zustimmen. Ich glaube, Bequemlichkeit ist wirklich das Stichwort, oder? Und ich glaube, wir wollen uns alle nachhaltig verhalten. Das ist, glaube ich, Common Sense und das ist auch sozial definitiv erwünscht. Aber die Bequemlichkeit ist einfach unschlagbar. Mhm. Am Schluss ist einfach immer noch das, wo quasi der Entscheid fällt. Und das haben wir eben leider während Covid auch gesehen. Oder? Wir hatten sehr viele Umsteiger gehabt, weg vom öffentlichen Verkehr auf zum Teil gute Alternativen, wie das Velo, aber auch leider noch mehr auf das Auto.
Und die wieder zurückholen, aus ihrer Routine wieder rauszuholen, das wird sehr, sehr anspruchsvoll werden. Und da glaube ich, ist vieles passiert, auch durch Digitalisierung, neue Apps, Zugangssysteme, Preismodelle, die mehr Differenzierung erlauben. Aber es ist zugegeben auch viel komplexer geworden. Es hat x Apps, es ist eher komplizierter geworden, den richtigen Preis zu finden. Also es gibt auch einfach noch mehr Hürden. Und da müssen wir schon noch besser werden. Also ich glaube, da braucht es einfach einfachere Vernetzung von allen Mobilitätsträgern. Stichwort multimodale Mobilität ist einfach immer noch unbequem. Das will man einfach zugeben. Oder wenn ich x-mal umsteigen muss, wenn ich irgendeine X-App wechseln muss, wenn ich verschiedene Preise brauche und das irgendwie muss ausrechnen. Das muss auf jeder Plattform machbar sein. Das muss einfach einfacher werden. Es hat keinen Sinn, wenn ich vier Apps gleichzeitig quasi muss bedienen. Absolut, genau. Ankerum, ich komme auf das Landthema, ich habe es nicht vergessen. Aber bitte. Ich komme schnell in Stadt oder Stadt und angelangt mit Bernmobil. Immer mehr trotzdem brauchen den ÖV und es ist ja auch nicht angenehm und eben auch nicht gäbig, wenn ich in einem permanent vollgestopften Bus stehe oder in einem vollgestopften Tram zu Stosszeiten. Wir haben die Hauptachse durch die Hauptgasse durch, wo man sich irgendwie fragt, was ist denn dort überhaupt noch ausbaubar? Also das sind auch Herausforderungen, die man muss anschauen muss. Wie sieht das aus? Absolut, ich glaube auch nicht, dass die Herausforderungen vom Ausbau in der Kernstadt sind. Also die sind wirklich eher in den Agglomerationen. Richtig Land, im Zugang, genau. Also wir haben tatsächlich so wie einen Gürtel, es gibt sogar Fachbegriffe wie Donut City für das, oder, wo es wirklich um einen Gürtel geht. Und das sieht man, das hat erstens mal, je besser dass es erschlossen ist, desto mehr nutzen das auch. Das ist klassische Angebot-Nachfrage-Geschichte. Je besser das ist, desto mehr werden das auch nutzen. Und es ist auch eine grosse Identitätsfrage. Also wenn man hat das eigentlich beispielsweise mit Bümpli sehr gut gesehen, seit das eigentlich mit der Tram erschlossen ist man einfach auch näher an der Stadt. Man nutzt eigentlich den öffentlichen Verkehr mehr auch als Identifikationsgründe, oder? Weil es gehört mehr zu einem städtischen Lebensstil. Und in dem Sinne kann man es eigentlich nur fördern. Also es braucht wirklich auch besseren Zugang, aber eben auch der Richtung. Und je ländlicher wir rausgehen, und eben da sind wir jetzt über den Agglomerationen raus, würde ich auch behaupten, dort ist nicht in allen Facetten die heutige Definition vom ÖV, vielleicht können wir über die zukünftige Definition vom ÖV auch noch reden, ist die heutige Definition auch nicht immer die richtige Lösung. Was ist der Standard? Also wenn ich einmal pro Stunde oder zweimal pro Stunde eine Verbindung habe, irgendwo her, der ist schlecht erschlossen. Ich glaube, es ist nicht mal das die Frage. Oder die Frage ist, was passiert an dem Bahnhof, wo ich mit dem ÖV herfahren kann. Und ich glaube, das ist das Schlüsselelement der Zukunft. Erstens, die Bahnhöfe müssen attraktiver werden. Lebensraum, zur Verfügung stellen von Arbeitsplätzen, vom Ärztezentrum etc. Und Bahnhof ist auch in vielen kleineren Gemeinden. Oder? Das ist so wie das letzte Pièce de Résistance vom Service Public, wo übrig bleibt, oder? Während das vieles andere leider muss zutun. Und dann ist die Frage, was passiert ab dem Bahnhof weg? Eine mittelgroße Gemeinde hier Ortsbusse, was sich rentieren, ist aber keine Option für die kleineren Gemeinden, die aber gleich einen Bedarf haben nach öffentlichem Verkehr, in Anführungs- und Schlusszeichen. Da sind wir stolzer Partner von der MyBooks-Initiative, wo in den Gemeinden lokale Vereine gründen, basierend auf freiwilligen Fahrern, die dann mit Elektroautos jede Fahrt 5 Franken die Leute fahren nach B bringen, ohne Fahrplan, also on demand. Und das zum standardmäßigen günstigen Preis. Wunderbar, wie gesagt, das Ganze muss antrieben werden. Ich bin wieder bei Herrn Neuhaus, über das es so tiptop aufgeht. Das sind verfügbare Energiealternativen. Der vorhin gesagt hat, Kohlenstrom in ein Auto rein tun, ist natürlich nicht Sinn und Zweck davon. Also, was sind die brauchbaren Energiealternativen und wie lukrativ ist es für den Einzelnen, wo ich sage, ja, zwischen würde immer noch aufs Portemonnaie schauen, das wollen viele grün sein und schauen näher drauf, wie das es kostet, dann denke ich, ja, der vielleicht wird gleich nicht. Also, grundsätzlich ist, wie ich vorhin gesehen habe, wenn die Energie erneuerbar aus erneuerbaren Quellen kommt, ist sie per se schon mal gut. Das heißt CO2-neutral und erneuerbar. Das ist Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft, Holz, Biomasse, Erdwärme. Aber zu gleichen Teilen oder gibt es da Schwergewichtigkeit? Also heute ist es so, dass die Schweiz ist ein Wasserland. Also Wasserkraft ist ein Grossteil. Auch bei uns, unsere Kunden, bekommen heute vom EWB 83% Wasserkraft eigentlich im Strommix. Es hat noch die anderen Anteile drin, die sukzessive rausgehen, eben die nicht erneuerbar sind oder schon draus sind. Aber es wird einen Mix brauchen von dem Ganzen. Oder? Wir werden nicht alle Probleme nur mit Solar oder nur mit Wind können lösen. Oder? Das sind gute Energieformen, aber sie sind auch
volatil. Wenn es nicht blaset, dreht kein Rotor. Wenn die Sonne nicht scheint, gibt es auch keinen Strom. Und darum wird es in der Zukunft einen Mix geben von dem Ganzen. Und dann sind wir bei einem anderen Problem, das ist unsere fünfte Landessprache, oder? Das ist die Einsprache. Das ist, genau, sagen Sie, so ein Windrädchen muss zuerst mal aufgestellt werden und bewilligt sein vorher. Eben, die Bewilligungen, die dauern schon bei unserem nördlichen Partner, also in Deutschland, 7 bis 8 Jahre. Bei uns geht es noch länger. Und dann stehen sie ja meistens dort, oder nicht unbedingt dort, wo der Verbraucher ist. Also wenn wir Deutschland nehmen, dann ist die Windräder im Norden. Und die grossen industriellen Bezüger sind im Süden. Also das heißt, man muss es zu denen bringen. Um es dorthin zu bringen, braucht es Starkstromleitungen. Da sind wir mit einem anderen Thema. Mal die Propeller aufstellen ist nicht so einfach. Und dann auch noch wird mit einer Starkstromleitung durch das Land fahren. Da wird es auch noch mal Einsprachen geben. Und das verzögert wie eben auch den ganzen Ausbau. Und irgendwann einmal muss man überlegen, wie wichtig ist uns auch noch Versorgungssicherheit und solche Geschichten. Weil irgendwann einmal, wenn die AKWs abgestellt sind, die nicht erneuerbaren nicht mehr dürfen produzieren, dann sollten wir mit etwas anderem parat sein. Und das gehört ja immer wieder, dass man genau das sagt, dass auch wenn wir vom Positivsten ausgehen, was man punkto den erneuerbaren Energien herausholen kann, dass es schlussendlich nicht wird länger. Also das Potenzial wäre da. Also wir haben ein paar Problematiken, das eine habe ich angesprochen, das ist die Bewilligungsverfahren, dass man so etwas machen kann. Aber nein, auch was erneuerbar ist, hat Nachteile. Es ist eben die Rotoren haben auch nicht nur Vorteile. Ein Staudamm bauen, ja, das nimmt man Lebensraum weg, vielleicht wo Biodiversität auch wichtig ist, wie eine Geschichte wie Restwassermenge, die gleich noch rauskommen muss, dass eben die Tiere, die in diesen Flüssen leben, auch noch überleben und so. Das ist wirklich überall in die Interessen miteinander kollidieren und das unter einen Hut zu bringen, also, ist wirklich eine riesige Challenge. Wir können gar nicht mit dem Schub vor allem gerne wetten, durch eigentlich die Sachen, die uns da im Weg liegen. Ich mit euch wieder an Bord. Wie sieht es aus, Punkte Anreize? Kommt mir etwas über, wenn ich bei mir ein Solardach installiere? Wie sieht es aus mit Anreizen seitens denen, die aber skeptisch sind und wir sagen, wir könnten aber das und das machen und das ist eine gute Sache. Also muss da mehr passieren auf der politischen Bühne, dass man sagt, wir müssen die Leute halt noch mehr und noch besser überzeugen, dass das der richtige Weg ist? Oder wie sieht das aus? Also das ist übrigens dann auch ein Punkt auf euch her, aber da kommen wir dann auch drauf. Eben, wie es vorhin schon gehört hat, Convenience, also das ist, wenn man es nicht braucht. Aber wir haben viele Kunden, die wir auch unterstützen, über Ökofonds, wenn man PV-Panels drauf tut, auf das Dach. Wir haben Sunrising, wenn ich Mieter bin oder gleich partizipieren am Solarstrom, dann kann man ein paar Quadratmeter kaufen und wir aus EWB schreiben es den Kunden gut. Es gibt jetzt gerade viele Projekte, die wir machen, Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, also wo grössere Überbauungen PV-Panels drauf tun und dann den Strom verbrauchen für sich selber. Das heisst, es gibt auch Entlastung von uns und es gibt auch die Stromkosten bei ihnen und die Netznutzungskosten senken sich durch das. Also ich glaube, dort Anreize zu machen, es rechnet sich schon heute in den meisten Fällen, aber ja, man kann dort noch einiges machen. Wir von EWB über den Ökofonds so Sachen pushen. Manchmal muss man ja die Leute vielleicht auch ein bisschen zum Glück zwingen. Kommen wir zurück zu euch, Frau Demereau. Wir haben die Angebote mit Publibike, mit dem Velo unterwegs zu sein. Wir haben die Möglichkeit, eben, zu sagen, verzichtet auf das Auto in der Innenstadt, nehmt den ÖV. Passiert da genug oder muss man dort die Leute noch ein bisschen mehr darauf auflöpfen und sagen, hey, das sind Angebote, die genutzt werden? Oder werden die grundsätzlich gut genutzt, aber es gibt noch zu wenig? Also mir kommen zwei Sachen in den Sinn. Das ist mal der Grundsatz vermeiden, verlagern, verträglich gestalten von der Mobilitätsstrategie vom Kanton, wo wir auch zu tun in unserer Klimastrategie als Grundlage wollen. Und das schließe ich mir sehr daran. Einfach vielleicht auch mal anders machen, weniger machen, dann braucht es gar keine Mobilität. Und man merkt dann vielleicht, das ist im Fall nicht mal ein Verzicht, das ist Freiheit. Und das andere Stichwort ist das Mobilitätsmanagement als wichtige Massnahme. Die bestehenden Infrastrukturen besser kommunizieren, die Verkehrsmittel besser kommunizieren, die Alternative. Die Frage, wird das Bikesharing genutzt? Ja, es wird genutzt, aber man könnte es vielleicht besser kommunizieren. Oder was vorhin gesagt wurde, ja, zu tun haben wir einen anderen Zugang als Bern, man muss wieder ein anderes App haben. Oder also, da braucht es die verschiedenen Apps. Sollten wir uns zusammentun in unserem kleinen Land und zusammen gute Lösungen finden. Wir haben ja viel Brain
Power. Also ich denke, dort so das Verhalten, wie ich es schon gesagt habe, aufzeigen, was gibt es für Möglichkeiten. Und dort sind einfach Unternehmungen, aber auch die Verwaltung gefordert, mit Mobilitätsmanagementmassnahmen auch das Verhalten mit Kommunikation auch helfen, positiv zu beeinflussen und den Leuten aufzuzeigen, du könntest im Fall später arbeiten, du musst nicht in den Stau oder das antun, sei es im vollen Tram. Und so kannst du die Infrastrukturen zu Spitzenzeiten entlasten. Martin Kwiatkowski geht auf Bernmobil bezogen, fällt mir auf. Vielleicht fällt mir das noch auf, wenn ich jetzt in Bern wohne und das mitbekomme. Bernmobil ist sehr aktiv, wenn es um das Bewerben von Marke Bernmobil geht. Ist das bewusst die Strategie? Weil ich denke immer, gut, die Busse und die Trams, die fahren ja. Und wenn ich es brauche zum Einsteigen, ist es ja da. Ich muss ja nicht eine Werbung haben, wo man sagt, kannst du hier einsteigen. Ja, man muss es sicher auch immer wieder sagen, tatsächlich vor Augen führen. Aber ich bin definitiv auch bei dieser Aussage. Oder? Also es geht auch wirklich darum, um Vereinfachung letzten Endes von dem, was man auch schon anbietet. Ich glaube, es wird viel gemacht. Auf der anderen Seite kann man manchmal auch den Spieß umdrehen. Es geht nicht nur darum, sozusagen die Bevölkerung zu erziehen, in Anführungszeichen, und den Zugang zu ermöglichen, sondern eben, es gibt auch bei den Arbeitgebern, es gibt eigentlich bei den Schulen sehr viele Möglichkeiten. Es gibt immer noch wahnsinnig viele Parkplätze in der Innenstadt beispielsweise oder bei den Läden ein grosses Thema. Letzten Endes sind so Logistikfragen beispielsweise auch, wie transportiere ich die Sachen, die ich eingekauft habe. Und ich denke, da kann es auch wirklich partnerschaftliche Lösungen geben, wo man auf der anderen Seite überlegt, kann ich beispielsweise auch ein ÖV-Abo in eine Miete integrieren von einem neuen Wohnhaus oder von einem neuen Wohnkonzept. Also ich glaube, da kann man noch sehr viele Ideen und Anreizmodelle auf der anderen Seite anbieten. Wie sieht es bei BLS aus? Die hat so zwei Personenschichten, die eure Kunden sind. Das ist einerseits ich, wenn ich von Bern nach Thurn aufgebaut, aber nicht in einer gemütlichen Fahrt drin, wo ich zwischendurch noch ein bisschen anhalte. Das mache ich übrigens öfters, ja, damit ich nicht im vollgestopften Zug hocke. Und mit genug Zeit hat. Andererseits hat natürlich Touristen, die man schnell auf die Jungfrau Jochen irgendwie auf den Weg und irgendwo in einem BLS-Zug sind. Welche sind wichtiger und welche holt ihr im Moment mehr ab? Das ist. Buchstäblich. Buchstäblich. Nein, das ist auch. Nicht ganz einfach zu beantworten. Bei uns ist es so, 50% der Leute in den Zügen Freizeitreisende, 50% sind Pendler. Und Freizeit ist natürlich auch der Weg zum Hobby, oder? Nicht nur Touristen. Was wir jetzt gerade merken, ist, dass wir nicht nur Züge, wie auch Schiffe auf dem Thun und Brienzersee, oder? Der Brienzersee ist dann weggebrochen, wegen das ist das Ausflugsziel von den koreanischen und arabischen Gästen, oder? Dort sind wir quasi nur auf Null aufgrund von Corona. Wir probieren die Leute aktiv zurückzuholen mit dem Sparangebot. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wegen das Angebot zu arbeiten, hat immer einen Backfire-Effekt. Oder? Und man will ja nicht, dass dann noch mehr Leute auf der Spitzenlastzeit sind und noch mehr Plätze wegnehmen. Wir gehen jetzt momentan im ÖV davon aus, dass bis 2024, 2025 sich die Nachfrage wird, wieder erholt haben, aufgrund des Corona-Effekts. Aber haben wir in diesen Spitzenzeiten nicht tatsächlich ein Problem? Ich weiss, es sind jeweils zwei, drei Stunden wahrscheinlich, wo sich das abspielt, wo gar nicht lösbar ist, weil das plötzlich das Gestunk, das wird mir nicht loswerden. Oder haben wir, weil Homeoffice ist, plötzlich viel mehr Leute, die das gar nicht brauchen. Es braucht vielleicht auch die Arbeitgeber dazu, wo da so. Man muss umdenken. Man muss umdenken. Also ich denke, es gibt Jobs, wo man muss um 7:30 oder so im Büro oder am Arbeitsplatz sein. Aber dann gibt es durchaus auch Möglichkeiten, wo ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zuerst eine Stunde oder anderthalb Wochen von daheim aus arbeiten kann und auch die ÖV nutzen, ja, für ins Geschäft. Also, und so Sachen. Also einfach, ja. Und ich glaube, die letzten anderthalb Jahre haben es bewiesen, dass es geht. Okay. Also wieso soll es jetzt auf einmal nicht mehr gehen? Also, Hättet ihr die Situation als natürlich auch fördernd empfunden, dass man plötzlich merkt, dass sie tatsächlich Sachen wie Teams-Meeting plötzlich möglich, ohne dass man nicht nur den Weg, sondern damit natürlich auch Zeit spart, die man für anderes einsetzen kann. Also zum einen habe ich mich gefreut, dass jetzt endlich der Beweis kommt. Wie gesagt, im Mobilitätsmanagement ist das eine der Massnahmen, Homeoffice. Und man hat es nicht in dem Ausmaß gelebt, wo man jetzt hat bewiesen bekommen, es ging dem Fall. Und wenn man das gezielt machen würde, oder jetzt ist ja dann die Wahrnehmung Homeoffice, ich muss dann 5 Tage pro Woche daheim sein. Und das wollen wir ja auch nicht. Ja. Es geht ja um einen gezielten Einsatz von Homeoffice. Vielleicht 2 Tage pro Woche oder einfach später arbeiten. Also von dem her denke ich, das Potenzial sollte man nutzen, dass das, was man kennt,
auch gemacht wird. Und das ist ja wahrscheinlich einfacher, den Leuten zu sagen, mit den Parametern arbeiten, dass sie das am Arbeitsplatz oder eben daheim als Arbeitsplatz haben können. Weil das Reisevögel, das ein Privater von A nach B will, das lässt sich das ja nicht nehmen. Ja. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, was wirklich die Verlagerung anbetrifft von der Spitze, oder? Weil leider sehen wir halt, wenn man schon ins Office geht, dann halt gleich den ganzen Tag nutzen, oder? Und dann sind es wieder die Klassiker, niemand will den Mani und den Fritti im Office sein, oder? Sondern lieber vom Dienstag bis zum Donnerstag. Und darum hat man eigentlich die Spitze leider gleich wieder an den gleichen üblichen Tagen, wo man es eigentlich vor Covid schon hatte. Also so das quasi zuerst daheim sein und nachher ins Büro gehen und dann wieder zurück. Ich glaube, die Flexibilität ist eher, weil es einfach auch nicht so bequem ist, eher eine schwierige Ausgangslage. Aber ich bin auch der Meinung, dass man wirklich auch mit den Unternehmen und eben der Arbeitgeber, mit den Schulen sehr, sehr viel bewirken kann, wenn man eben die soziale Akzeptanz auch schafft. Oder? Und jetzt erfahren wir auch wieder ein bisschen den Backlash. Oder? Es hat viele grosse Unternehmen gegeben, die es gross propagiert haben, Homeoffice forever quasi. Aber wir sind immer noch ein KMU-Land und bei den KMUs merkt man, die holen eigentlich ihre Leute eher wieder zurück. Also man muss sagen, es gibt ganz viel, wir reden jetzt immer von dem Homeoffice und ich kann das dezidiert in meinem Beruf auch machen, aber wenn ich ins Fernsehstudio muss, muss ich ins Fernsehstudio. Es gibt auch ganz viele Jobs, wo ja, das gar kein Thema ist, wo man gar nicht darüber diskutieren müssen, Homeoffice. Also der, der in Bern in der Gasse oder Straße wischt am 6. Morgen nach der Partynacht, der kann das selber schlecht von daheim aus machen. Also die wird es ja grundsätzlich immer geben. Frau Dömerow, kommen wir noch einmal auf den Verkehr zurück. Wir haben jetzt über die Nachhaltigkeit, wir haben über Energie, wir haben über den ÖV, jetzt haben wir das böse, böse Auto, wo man ja möglichst aus der Stadt fernhalten will. Beziehungsweise ist das überhaupt das Ziel? Oder will man einfach, sage ich, die mit den nicht erneuerbaren Energien aus der Stadt weghalten und gar nicht mal das Auto per se? Also ich glaube, das, was vorhin gesagt wurde, oder das so ein bisschen, oder so die Wahrnehmung, ja, mit der Elektromobilität lösen wir das Dekarbonisierungsproblem oder wir kommen zum Ziel CO2-Netto-Null 2050. Das ist einfach in meinen Augen nur die halbe Wahrheit. Das Verkehrsproblem lösen wir nicht. Wenn wir jetzt einfach alle wieder wechseln würden und unsere Benziner und Diesler, jetzt tun wir die mit Elektroauto ersetzen, haben wir erstens mal das Problem, wir müssen dann die Infrastruktur entsprechend anpassen, Ladestationen, die Energie haben, das ist wie eins, aber noch eins, es ist einfach nicht effizient. Das Auto soll dort eingesetzt werden, was Sinn macht, absolut, und im besten Fall mit erneuerbaren Energien betrieben. Aber der Einsatz, denke ich, dort kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Das hat mich spannend durch, dass der Mobility on Demand erwähnt hat, weil eben gerade im ländlichen Raum, wenn ich schlechte ÖV-Anbindungen habe, dann brauche ich irgendeine Alternative. Wir haben zwar aber auch ältere Menschen, wo dann irgendwann vielleicht das Auto nicht mehr das einzige Richtige ist, die brauchen einen guten ÖV oder eben dann solche Angebote wie MyBuxi, wo ich denke, dort könnte ich mir ein Potenzial vorstellen. Aber sagen wir doch noch einen schlauen Einsatz für ein Auto. Also in der Stadt drin offenbar nicht, aber Bern Zürich ja, von Effizienz im Zug in 55 Minuten ja auch nicht. Also wo kommt denn ein Auto zum Zug? Zum Beispiel auf dem Land, wo man eben, wenn der Porsche noch schon etwas hat, im hinteren Krachen, wo es gar keine Anbindung gibt. Oder was wäre denn ein schlauer Einsatz noch für ein Auto? Wenn wir mehrere Leute sind, die Carsharing oder miteinander fahren. Genau. Oder wenn man etwas will, transportieren will, ob schon dort jetzt konkret zu tun, wir haben Auslieferdienst mit Cargo-Bikes, also die bringen bis 80 Kilo recht grosse Dimensionen in ihre Cargo-Bikes. Und von dem her, es gibt wenige Situationen, aber die gibt es. Oder wenn man ältere Menschen noch immer her will, begleiten zum Arzt, die darauf angewiesen sind, dass sie vielleicht mit dem Auto direkt zum Hausarzt oder Hausärztin gehen können. Es gibt auf jeden Fall die Situation, oder auch für Handwerker, wobei auch dort habe ich schon solche gesehen mit Anhänger und Cargo-Bikes, aber es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo ein Auto unverzichtbar ist. Aber wir haben es ja vorhin auch gehört, der Freizeitverkehr ist ja eigentlich der, wo 40% von unserem Verkehr ist Freizeitverkehr, oder? Und da kann sich jeder Nase nehmen. Da hört man ja beim Skifahren mit Kindern, oh nein, das ist ja dann mühsam mit dem Zug. Ich bin immer mit dem Zug mit meinen Kindern, auch in die Skiferien, auch das geht. Aber da sind wir wieder bei Bequemlichkeit und guten Angeboten. Aber auch dort, genau, kann es gute Angebote, Lösungen geben. Genau. Ja. Wunderbar, die sieht es auf meiner Uhr, die 30 Minuten sind durch wie im Flug. Und danke euch für die interessante Runde, es hat ein bisschen Einblick gegeben.
wo wir stehen und wo wir herwollen, mit welchem Verkehrsmittel auch immer. Ich danke dem Marcel Kwiatkowski von Bernmobil, Andrea Dömeron, Gemeinderätin von Thun, Daniel Neuhaus vom EBB und, habe jetzt alles richtig zusammenbekommen, ja? Pierre-Alain Michel von BLS AG. Merci mal für die Runde. Wir sind noch einmal zurück mit dem Thema visionäre Digitalpolitik im Kanton Bern. Auch sehr spannend, in ein paar Minuten wieder hier unten. Merci vielmals.